Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Live-Video und einer neuen Mama-Sprechstunde. Ich habe gestern einen Post in die Gruppe gesetzt, unter dem ihr schon mal so ein paar Themen und Probleme und Herausforderungen der aktuellen Tage aufschreiben konntet und durch die werde ich mich so ein bisschen durchhangeln. Aber fühlt euch eingeladen, während dieses Live-Videos gerne auch im Chat zu schreiben, was euch gerade so umtreibt, was gerade eure Probleme sind, eure Herausforderungen sind und was für Fragen ihr habt. Und ich werde versuchen, so viel wie möglich heute zu beantworten und das Ganze sehr, sehr praktisch machen. Ich werde hier nicht auf Ursachenforschung gehen oder euch erklären, wie bestimmte Dinge entstehen. Hallo, hier wird es wirklich, ich versuche es so praktikabel für euch zu machen und so lösungsorientiert wie möglich. Wer mir hier heute vielleicht zum ersten Mal zuguckt, ich bin Julia. Ich bin alleinerziehende Mama von 2 Kindern, mein Sohn ist 7, meine Tochter ist 4. Ich bin selbstständig, das heißt, unser Alltag sieht jetzt aus Job, von zu Hause aus, Haushalt, Kinder bespaßen, Homeschooling und das allein. Und an Tag 3 läuft es noch relativ gut. Und ich bin selbstständig als Mama-Coach und Meditationsleiterin, das heißt, ich helfe Mamas, ihren Alltag entspannter zu gestalten, wieder mehr zu sich zu finden und sich Zeit für sich im Familienalltag zu nehmen. Und ich hange mich mal durch eure Kommentare von gestern. Da gibt es so einen gewissen Grundtonus, deswegen wird sich einiges, was ich heute sage, wiederholen. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht schlimm. Und fühlt euch eingeladen, jederzeit hier unten in den Kommentaren dazu zu schreiben, was ich gerade erzähle, aber auch eure Fragen zu stellen, von euren Problemen und Sorgen gerade zu erzählen. Und ich versuche das irgendwie parallel gut handeln zu können. Also hallo an dieser Stelle an alle, die da sind. So viele Live-Zuschauer hatte ich tatsächlich noch gar nicht. Ich freue mich wirklich sehr. Starten wir mal mit den Kommentaren von gestern. Ich habe hier meinen Laptop neben mir stehen. Nicht, dass ihr euch wundert, wenn ich hier so nebenan schaue. Meine Probleme sind momentan, dass ich sehr schnell genervt bin und dass ich nicht zur Ruhe komme. Also das kenne ich halt auch aus meinem normalen Alltag, wenn man irgendwie eigene Probleme hat, wenn man von außen durch irgendwas getriggert ist, wenn man halt gestresst wird, dass man dann auch sehr schnell ungeduldig gegenüber den Kindern wird. Und da muss man einfach für sich die Grenze ziehen zwischen diese Ungeduld ist geschaffen, hallo, diese Ungeduld ist geschaffen durch außen und das ist meine Ungeduld und meine Kinder können eigentlich gerade gar nichts für meine Ungeduld und für meine Genervtheit und die dürfen dafür eigentlich nicht der Kanalisator sein. Und oft genug bekommen es aber unsere Kinder leider trotzdem ab und da empfinde ich persönlich es als sehr wichtig, sich zu entschuldigen, auch zu erklären, warum man genervt und gestresst ist, weil Kinder können das sehr gut für sich auch in ihren Kopf bekommen und es ist auch wichtig, in ihrem Entwicklungsprozess sowas zu lernen. Es ist auch wichtig zu zeigen, hey, alle Gefühle sind wichtig und alle Gefühle sind erlaubt und jetzt habe ich halt gerade das Gefühl von Nervosität und Stress und Gereiztheit. Frage ist natürlich, wie man jetzt damit umgeht. Und zwar ist es jetzt halt besonders wichtig, auch für sich zu achten und Dinge zu tun, die einen wieder runterholen, die einen zur Ruhe kommen zu lassen. Und das ist einfach für jeden mega unterschiedlich, was dich zur Ruhe bringt. Deswegen meine Einladung an dich, schreib mal auf, was dich zur Ruhe bringt und was dich entschleunigen lässt. Das kann sein, tief durchzuatmen. Das kann sein, sich zu bewegen, richtig auszupowern, zu tanzen, zu lachen, zu singen. Es kann sein, Yoga machen, meditieren, alles, was so ruhig werden lässt. Aber manche können sich halt nicht hinsetzen und meditieren, weil sie einfach zu aufgewühlt sind. Und da empfehle ich tatsächlich immer was mit Bewegung, wie zum Beispiel Yoga. Was ich auch sehr geil gegen Unruhe finde, ist so eine Playlist parat zu haben mit Liedern, die dich einfach runterkommen lassen. Das muss nicht zwingend Entspannungsmusik sein. Das können einfach Lieder sein, die dafür sorgen, dass du dich gut fühlst, dass du dich geerdet fühlst und dass du wieder bei dir ankommst. Toll sind auch ätherische Öle, weil ich gerade Erden gesagt habe, fiel mir das ein. Ätherische Öle, die einfach erden. Das sind so Sachen, die kann man so nebenbei machen. Wichtig ist halt immer, auf sich zu achten und immer zu gucken, wie geht's mir gerade? Wie ist gerade mein Stresslevel? Wie ungeduldig bin ich gerade? Und umso mehr wir darauf achten und darauf hören,
können wir auch frühzeitiger eingreifen. Das wird mit der Zeit immer besser werden. Ihr werdet dann so ein Gefühl dafür bekommen, okay, jetzt werde ich ungeduldig, jetzt komme ich so an den Pegel, wo ich gegenüber den Kindern vielleicht unfair werden könnte, jetzt muss ich mich aus der Situation rausziehen. Kurz raus auf den Balkon gehen und dreimal tief durchatmen oder mal laut schreien oder ins Kissen boxen. Einfach ausprobieren, was dir in dem Moment hilft und das tatsächlich auch für dich anwenden. Also ich finde es immer toll, bei sowas offen zu sein und experimentierfreudig zu sein. Sich einfach mal eine Liste von Dingen anzulegen, die man tun kann, gegen diese Nervosität, gegen diese Unruhe, gegen den Stress und das dann einfach mal für sich auszuprobieren, was für einen selbst individuell in seinem Alltag passt. Und ganz wichtig, liebevoll mit sich selbst zu sein. Also das ist gerade eine echt schwierige Zeit, das ist eine mega krasse Herausforderung. Uns Müttern geht es in Deutschland, auf der ganzen Welt gerade richtig, richtig schlecht, weil diese Last hauptsächlich auf unseren Schultern gerade wieder lastet. Und da anzuerkennen, dass es völlig normal ist, gestresst zu sein, genervt zu sein und unruhig zu sein. Und da mitfühlend mit sich selbst zu sein, zu sagen, hey, ist okay, ist gerade so. Also nicht gegen sich selbst ankämpfen, sondern halt einfach liebevoll mit sich zu sein, zu sagen, ja, kann gerade auch fast gar nicht anders sein als so. Ja, dann haben wir hier das Thema geduldig bleiben fällt sehr schwer. Also das sind alles diese Folgen davon. Wir machen uns Sorgen, wir sind gestresst, weil gerade richtig viel los ist und dadurch baut sich so ein Druck in uns auf, der von uns selbst kommt, der von außen kommt. Und Folgeerscheinungen sind halt, dass man unruhig ist, dass man ungeduldig ist und da muss man wieder gucken, was bringt mich zur Ruhe, was sorgt dafür, dass ich wieder geduldiger werde. Und indem ich mich aktiv entspanne, komme ich wieder runter und werde auch wieder geduldiger. Mit mir selbst, mit den Kindern, mit meinem Partner. Wichtig ist halt aber, sich diese Zeit zu nehmen, zum Entspannen und runterzukommen. Und es muss jetzt nicht eine halbe Stunde am Tag sein, da reicht eine Minute. Wenn ihr euch regelmäßig am Tag immer mal wieder eine Minute nehmt, um kurz mal tief durchzuatmen, kurz mal zu gucken, wie geht's mir gerade, was brauche ich jetzt? Brauche ich jetzt einen Kaffee, ein Wasser, 3 tiefe Atemzüge an der frischen Luft? Muss ich mal gerade ausrasten? Was brauche ich gerade? Aber dieses Innehalten und auf den eigenen Körper hören, auf sich hören, das ist super wertvoll und super wichtig. Und dann das einfach regelmäßig machen. Man kann sich so Anker im Alltag einbauen, zum Beispiel immer, wenn es zur vollen Stunde schlägt, dann gucke ich mal kurz, wie es mir geht. Oder Frauen haben auch manchmal einen Ring und spielen hier dran oder an der Kette. Und wenn ich das bemerke, okay, das ist ein Anker, jetzt erinnere ich mich dran, ich sollte mich mal kurz entspannen, mal kurz gucken, wie es mir gerade so geht. Und einfach mal so wirklich aktive Entspannungsdinge ausprobieren, wie Yoga, wie Meditation, wie sich einfach nur mal 10 Minuten hinsetzen und irgendwie Entspannungsmusik auf die Ohren oder Waldgeräusche oder Regengeräusche, was auch immer. Aber wirklich aktiv etwas dafür tun. Ihr habt es selber in der Hand, mit diesen Umständen jetzt umzugehen. Wir können nichts an Corona ändern, wir können nichts am Lockdown ändern, nichts am Homeoffice, nichts am Homeschooling, nicht daran, dass auch unsere Kinder einen extremen Druck gerade erleiden müssen. Daran können wir nichts ändern, es sind Dinge im Außen. Wir selbst als Mütter können aber ändern, wie wir mit dieser Situation umgehen. Ob wir uns noch mehr in dieses Rad aus Verzweiflung, Nervosität, Unruhe und Stress begeben oder ob wir sagen, wir steigen da einfach aus und gucken mal, was wir tun können, damit es uns besser geht. Aber das ist deine Entscheidung. Jeden Tag aufs Neue entscheidest du, ob du da mitmachen möchtest oder ob du aussteigen möchtest und ob du wieder für dich etwas tun möchtest. Ob du dich rausnehmen möchtest, ob du auf den Pause-Knopf drücken möchtest. Das entscheidest du allein und du hast diese Macht und du kannst das kontrollieren. Du kannst nicht das Außen kontrollieren, kannst nicht den Lockdown kontrollieren, aber du selbst kannst du entscheiden, wie du mit der Situation gerade für dich umgehen möchtest. Vielen Dank, Melanie. Wie gesagt, schreibt auch gerne, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was von eurer Situation erzählen wollt, schreibt das super gerne in die Kommentare. Ansonsten hau ich hier einfach raus, was mir spontan zu euren Kommentaren gestern einfällt. Wir haben heute auf der Arbeit für ab Montag auch den totalen Lockdown mitgeteilt bekommen. Betrifft meinen Mann und mich gleichermaßen. Mir graut es, 4 Personen zu Hause zu sein. Mein Mann will Ruhe, mein behinderter Sohn hopst gern und ist laut. Das wird anstrengend.
Ich weiß, ich werde anecken damit, aber ihr seid ein Paar, ihr seid Eltern, ihr habt gemeinsam ein Kind. Ob es jetzt euer gemeinsames biologisches seid, aber ihr seid gerade eine Familie und habt gemeinsam ein Kind. Dann kann dein Mann sich gerade auch anpassen. oder wenn er Ruhe will, muss er raus in den Wald gehen. So. Also man muss dann halt auch mal klar seine Grenzen setzen. Also wir haben als Menschen auch Grenzen und ich finde es unglaublich wichtig, als Mutter den Kindern und dem Partner gegenüber seine Grenzen aufzuzeigen. Für die Kinder ist das super wichtig, weil die erkennen, was sind die Grenzen anderer Menschen, aber für sich auch lernen, wie setze ich meine Grenzen. Das ist für deren Zukunft unglaublich wichtig. Und dann halt auch immer zu gucken, ja, wir Mama haben so dieses, wir sind für unseren Partner da und für unsere Kinder und vielleicht noch für unsere Mutter und unsere Schwester und unsere Freundin und unsere Arbeitskollegin. Und wann kommen wir eigentlich mal? Wir sollten eigentlich an erster Stelle stehen. Ich verstehe das, geht mir auch so, an erster Stelle stehen nun mal meine Kinder, dass es denen gut geht. Das ist okay, aber wir sollten spätestens an zweiter Stelle stehen. Und das heißt, auf sich selbst zu achten, was brauche ich denn? Nicht, was braucht mein Partner? Was brauche ich denn jetzt? Brauche ich vielleicht auch mal Ruhe? Oder möchte ich gerade mal gepflegt ausrasten? Und sie fragt, kennt jemand eine einsame Insel in einem warmen Wald, wohin ich fliehen kann? Die ist hier, die einsame Insel in dem warmen Wald. Da gibt es wunderschöne Meditationen, Kraftortmeditationen. 5 Minuten auf der Couch sitzen, so eine Kraftortmeditation und sich gedanklich an diese einsame Insel oder an diese Waldlichtung beamen und dahin einfach mal gehen gedanklich und abschalten und dann in den Alltag zurückzukehren. Das schenkt so viel Kraft und Energie. Und ich bekomme das täglich in meinem Berufsalltag mit, des Mamas sagen, ich habe keine Zeit für mich. Ich habe nicht mal 5 Minuten für mich. Und das ist so traurig und das ist totaler Quatsch. Es gibt eine Theorie, die nennt sich die Nudge-Theorie und die besagt, ist wirklich alles wissenschaftlich belegt, jeder Mensch, egal in welcher Situation er sich im Leben befindet, hat täglich 15 Minuten für sich Zeit, die in sich zu investieren. Und die haben wir alle. Wir müssen nur mal auf unsere Zeitfresser schauen, wie das Handy. Ich kenne das oft genug von mir selbst. Gerade wenn es super stressig ist und super viel los ist und mir es vielleicht gerade auch sehr schlecht geht, greife ich zum Handy, weil das einfach eine gute Ablenkung ist, um mich von meinen Gefühlen abzulenken und mal zu sitzen und zu entspannen. Es wäre jedoch viel effektiver, sich seinen Gefühlen zu stellen, einfach mal nur 5 Minuten da zu sitzen und bei sich zu sein. Und wir alle haben diese Zeit, wir müssen sie uns nur nehmen, aber das ist wieder unsere Entscheidung. Da können wir auch niemand anderem die Schuld dafür geben. Das ist unsere Entscheidung, ob wir 5 Minuten am Tag in Ruhe einen Kaffee trinken wollen, meditieren wollen oder halt einfach auch mal nur da sitzen und nichts tun, mal so die Gedanken in unserem Kopf einfach auch mal nur beobachten wollen. Das ist unsere Entscheidung und wir können uns jederzeit gedanklich an so einen Kraftort, an einen ruhigen Ort wegbeamen. Dafür ist Meditation super gut geeignet. So, da wurden auch schon viele Tipps geteilt, was den Mann anbelangt. Ich fange ab Januar einen neuen Job an. Nun sind beide Kids zu Hause. Keiner da, der mir die Kids abnehmen könnte. Momentan fühle ich mich wie in einer Spirale. Alles zu viel, jeder will was, kein Durchatmen, keine Pausen. Mir gruselt es vor Januar, obwohl ich mich sehr auf den Job freue. Ich nehme das mal ein bisschen auseinander. Es sind mehrere Themen, wo ich gerade was dazu sagen möchte. Du fühlst dich wie in einer Spirale. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wir können in dieser Spirale verweilen oder wir können aktiv sagen, nö, steig jetzt hier aus. Alles zu viel, jeder will was. Du kannst auch sagen, stopp, jetzt nicht. Es gibt mindestens 5 Minuten am Tag, wo du allein bist ohne deine Kinder. Gibt es für jeden. Ich kenne das auch, ich habe Einschlafbegleitung gemacht, jahrelang. Aber man hat mal 5 Minuten unter der Dusche, man hat mal 5 Minuten, während die Kinder schon schlafen und man selber noch wach ist. Diese 5 Minuten hat man und die muss man sich dann aber auch aktiv für sich nehmen, um durchzuatmen, weil sie schreibt kein Durchatmen, um da durchzuatmen und keine Pausen. Aber diese Pausen, die setzt du dir. Und wenn du dir keine Pausen gönnst, hast du keine Pausen. Wenn du dir aber aktiv Pausen gönnst, sind sie plötzlich da. Und ich erlebe das mit den Mamas, die in meinem Coaching sind, immer wieder. Die sagen, ich kann mir keine Pause nehmen, ich habe keine Zeit. Und dann führen wir das ein und dann merken die, hey, dann machen die sogar eine Stunde Pause und schaffen sogar mehr im Haushalt,
als früher, einfach weil sie mehr Energie haben, logischerweise. Wenn ich mir Pausen für mich nehme, habe ich wieder mehr Energie für all die Aufgaben, die noch anstehen. Und dann habe ich auch den Kopf freier und schaffe das viel besser und bin fröhlicher und energetischer. Deswegen zu sagen, ich habe keine Zeit für Pausen, ist eigentlich Quatsch, weil wir haben diese Zeit. Und wenn wir uns diese Pause nehmen, können wir trotzdem noch alles herum gut schaffen. Und wie gesagt, es ist auch wichtig, Kindern Grenzen aufzuzeigen. Es hat nichts mit zu wenig Liebe oder irgendwas zu tun, denen einfach zu sagen, hey, Mama braucht gerade eine Pause. Mama, ist das zu viel. Ich muss jetzt hier mal 3 Minuten allein in meinem Zimmer sein. Dann komme ich wieder, dann bin ich für dich da. Und dann können wir auch wieder wirklich für unsere Kinder da sein, weil wir mal kurz 3 Minuten für uns da waren. Und weil sie sagt, es gruselt sie vor Januar, obwohl sie sich auf den Job freut. Bleib bei dieser Freude. Wisst ihr, wir ziehen immer das an, worauf wir uns konzentrieren. Und wenn wir uns auf all das Negative und all die Probleme und all die Herausforderungen konzentrieren, dann wird auch das nur Thema bei uns sein. Wenn du aber deinen Blick dahin richtest, auf dein Ziel, dieser Job im Januar, auf den du dich so gefreut hast, und dich gedanklich immer mal wieder dahin beamst, wie das ist, wenn du dann in dem Job bist und wie du dich darauf freust, hast du eine ganz andere Energie und dann freust du dich plötzlich wieder und das strahlt was ganz anderes aus. Also verrennt euch nicht so in dem Kleinkram, sondern richtet den Blick auf euer großes Ziel, auf das, was ihr hinwollt, auf das Positive. Und dann fällt mir noch gerade so eine Kurzentspannung ein, die ich super gerne mache. Ich nenne die 4-Stufen-Entspannung. Jeder, der gerade zuguckt, kann das gerade sofort mitmachen. Erstmal einmal tief durchatmen, das können wir alle mal gebrauchen. Und dann entspann mal deine Stirn. Und jetzt entspann mal deinen Kiefer. Entspann mal den Bauch. Und entspann mal den Po. Stirn, Kiefer, Bauch, Po. Und jetzt spür mal nach, wie sich das anfühlt. Schon ein Ticken besser, ne? Und das einfach so mehrmals täglich zu machen. Und das hat gerade wenige Sekunden gedauert. Und das ist es, dieses ganz viele kleine Sachen im Alltag für sich einbauen, um da wieder ein bisschen mehr bei sich anzukommen und zu entspannen und zur Ruhe zu kommen. Mein Problem ist, dass mir nachts alles durch den Kopf saust und ich dadurch wenig und schlecht schlafe. Ich glaube, das kennen auch super viele von uns, dieses Gedankenkarussell am Abend, wenn man eigentlich hundemüde ist und schlafen möchte. Der Körper ist so erledigt und der Geist kommt einfach nicht zur Ruhe. Ich hatte damals vor vielen, vielen Jahren ganz, ganz arge Probleme damit. Ich habe stundenlang abends wach gelegen. Es gibt verschiedene Tipps, was ihr machen könnt. Lavendel, ganz klassisch. Lavendel zum Einschlafen. Yoga vor dem Einschlafen. Es gibt auf YouTube Yoga-Videos. Am Abend im Bett liegend kann man das machen. Das bringt den Körper so runter. Das hilft auch gegen das Gedankenkarussell. Es gibt Einschlafmeditationen. Es gibt ganz allgemein Einschlafhilfen auf YouTube, Entspannungsmusik, Regen, aber auch Leute, die einfach sanft mit euch sprechen, dass ihr besser einschlafen könnt. Hörbücher können beim Einschlafen helfen. Was ich auch eine super geniale Methode finde, ist, bevor man sich schlafen legt, nochmal ein Notizbuch zu nehmen und einfach alles aufzuschreiben. Stellt euch einen Wecker, 10 Minuten. Und schreibt alles auf, was gerade in eurem Kopf ist. Schreibt es aus eurem Kopf heraus. Das muss null Sinn ergeben. Das liest auch niemand außer euch. Ich mache das auch gerne. Und da steht halt manchmal, mir fällt gar nichts ein. Das ist doch alles scheiße. Eigentlich ist mein Kopf leer. Und dann kommt es plötzlich. Dann fließt es einfach. Dann könnt ihr gar nicht so schnell schreiben, wie die Gedanken kommen. Und manchmal entdeckt man dabei, weil da extrem das Unterbewusstsein angesprochen wird, so Themen oder Probleme oder vielleicht auch Lösungen, die einem sonst gar nicht aufgefallen wären. Aber Hauptsache ist mal, den Kopf so leer zu schreiben, alles aufzuschreiben, was da gerade los ist, weil man dann viel ruhiger schlafen kann. Und ich weiß, ich gebe gerade hier super viele Infos, super viel Input, aber versucht euch so viel wie möglich einfach mitzunehmen und auszuprobieren. Einfach mal auszuprobieren, einfach mal machen, offen sein und immer wieder die Erinnerung, du entscheidest, wie du mit diesem Lockdown umgehst, wie du mit dem Stress umgehst, das entscheidest du. Du hast die Verantwortung für dein Leben und du hast auch die Verantwortung dafür, wenn du ausgelaugt, gestresst bist und am Ende deiner Kräfte bist.
Und das kann niemand sonst für dich regeln. Das kannst nur du regeln. Es wird niemand kommen und deine Hand nehmen und dir zeigen, wie du entspannter im Alltag bist. Gut, außer du arbeitest jetzt mit mir zusammen. Aber es ist immer eure Entscheidung, wie ihr euer Leben gestalten wollt und was ihr in dieser Situation jetzt tun wollt. Irgendwie bin ich innerlich total unruhig und gleichzeitig total ausgelaugt. Ich hoffe, auch die Festtage, dass man wieder ein bisschen durchatmen kann. So gereizt wie in dieser Zeit war ich wirklich noch nie. Also das ist wirklich wieder diese innere Unruhe, diese Ungeduld, die wir hatten, und dieses Ausgelaugtsein. Und das spielt halt alles ineinander, weil halt noch mehr los ist und wir uns noch weniger Zeit für uns nehmen, sind das einfach die Folgen davon. Deswegen ist es gerade umso wichtiger, wirklich sich Pausen zu nehmen, Dinge für sich zu tun. Überlegt mal, was euch Spaß macht, was euch Freude bereitet, was euch vielleicht auch als Kind Freude bereitet hat. Kreativ sein, singen, tanzen, lesen, kochen, backen, egal was, und versucht, mehr von diesen Dingen, die euch Freude machen, euren Alltag einzubauen. Also mir hilft es ungemein, einfach draußen zu sein, im Wald zu sein, an der frischen Luft zu sein, draußen zu sein. Wir gehen ein bis zweimal am Tag mit den Kindern raus, weil mir das einfach gut tut, weil ich das für mich haben will und dann müssen die halt einfach mit. Schadet ihnen ja nicht. Und da halt einfach darauf zu achten bei der Gestaltung eures Alltags, was muss da rein für mich? Hier haben wir halt auch wieder die Gereiztheit, schnell an die Decke gehen. Meine Motivation ist im Keller und ich kann mich kaum für die täglichen Aufgaben aufraffen. Ich könnte den ganzen Tag schlafen. Hier ist so dieses Problem, ich hatte so eine Zeit, Ende 2016. Ich habe an Erschöpfungszuständen gelitten, ich hatte eine Depression, ich hatte einen Burnout vom Feinsten. Eben dieses, ich möchte morgens nicht aufstehen. Und ich stehe dann nur auf, weil ich einfach muss, weil ich mich um die Kinder kümmern muss, aber ich lege mich hin, sobald es wieder geht, weil ich einfach so im Arsch bin. Und da sollte man genauer hingucken, und das nicht schleifen lassen und das auch ernst nehmen, weil das ist nicht normal. Ganz wichtig. Ich glaube, ganz viele haben so die Vorstellung, Mama sein ist so. Mama sein muss stressig sein und wir haben doch alle Stress und es ist doch so viel los. Mama sein muss nicht stressig sein. Mama sein muss euch nicht an das Ende eurer Kräfte bringen. Also ich war da. Und heute bin ich da nicht mehr, weil ich für mich entschieden habe, dass ich so mein Mama-Leben nicht leben möchte, dass ich das für mich einfach anders haben möchte. Da sind wir wieder, es ist eure Entscheidung, wie ihr euren Mama-Alltag gestaltet, wie ihr leben möchtet. Vitamin B-Komplex, ja, hilft da auch super gut, nehme ich auch. Ist auch ein guter Punkt, einfach mal, wenn man wirklich immer müde ist, immer genervt, gestresst, unruhig ist, das auch wirklich einfach mal ärztlich abklären zu lassen. Das hat nicht nur was mit Corona und nicht nur mit dem Lockdown oder nicht nur damit zu tun, dass man halt einfach Mama ist und immer gestresst ist. Es kann auch körperliche Ursachen haben und das wirklich einfach mal auch abchecken zu lassen, finde ich super wichtig. Genau. Und so Thema Motivation. Überlegt euch mal, warum ihr das jeden Tag macht. Warum wolltet ihr Kinder haben? Warum tut ihr das alles? Also warum putzt ihr jeden Tag und kocht und macht den Job, den ihr macht. Warum macht ihr das alles? Für eure Kinder, weil ihr die liebt, für eure Zukunft, für den nächsten Urlaub. Für irgendwas tut man es doch. Für irgendwas haben wir irgendwann mal damit angefangen. Und diese Motivation, sich immer mal wieder im Laufe des Tages heranzuziehen, also sich daran zu erinnern, was ist mein Ziel? Wofür tue ich das? Und wenn ihr so ein Fan von To-Do-Listen seid, so wie ich, schreibt euch doch hinter so nervige To-Dos wie Putzen zum Beispiel. Was hat das Putzen für einen Sinn für das große Ganze? Nämlich, dass ihr euch in eurem Zuhause wohlfühlt, dass eure Familie sich in ihrem Zuhause wohlfühlt. Und da hat man wieder dieses, warum tue ich das, diese Kleinigkeiten? Und damit wächst die Motivation wieder, weil man sich daran erinnert, warum man das tut. Beziehungsweise daran erinnert, warum man ursprünglich halt mal Kinder bekommen hat zum Beispiel. Ich bin nur noch müde und wütend. Also wütend ist prinzipiell kein schlechtes Gefühl. Ich finde es immer gut, wenn man so starke Gefühle hat. Ist besser, als die zu unterdrücken. Aber halt mal zu gucken, wo kommt diese Wut her?
Und wie kann ich dieser Wut Ausdruck verleihen? Also Gefühle in sich einzuschließen ist immer schlecht. Die müssen irgendwo raus. Und wenn ihr wütend seid oder wenn ihr traurig seid, schreien kurz weg. Ich weiß nicht. Also ich war kurz weg. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas gesehen oder gehört habt. So, euren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Okay, Daueranspannung, genau. Und wir sind halt permanent angespannt. Und auf eine Anspannung muss immer auch eine Entspannung folgen. Das ist super, super wichtig. Wenn man angespannt ist, muss irgendwann auch mal die Entspannung kommen. Und das verpassen wir immer. Wir sind so gefühlt permanent angespannt und die Entspannung, die Erlösung kommt einfach irgendwie nicht. Okay, Thema Einsamkeit. Ist auch wieder so ein Thema mit sich selbst. Man muss mit sich selbst nicht einsam sein. Also man kann sich selbst unglaublich viel geben. Also ich bin alleinerziehend seit 2,5 Jahren. Ich bin viel alleine. Vor allen Dingen abends. Und ich finde es gar nicht schlimm, weil ich mich mit mir selbst wohlfühle, weil ich mit mir selbst im Reinen bin, weil ich gerne mit mir zusammen bin. Was ich aber zum Beispiel auch mache, ist, ich schreibe Briefe. Ich schreibe Freundinnen von mir Briefe. Und damit verbringe ich halt den Abend bei einer schönen Tasse Tee und schreibe Briefe an meine Freunde. Oder ein Freund von mir, der wohnt in Köln und wir konnten uns dieses Jahr nicht sehen. Dafür skypen wir jeden Sonntagabend. Das ist so unser festes Ding. Jeden Sonntagabend um 20 Uhr sitzen wir vor unseren PCs und reden miteinander und spielen Spiele miteinander und trinken was miteinander. Also all das geht. Ich telefoniere viel mit Freundinnen. WhatsApp, also all diese Dinge, das ist so, so geil eigentlich in der heutigen Zeit, Videocalls zu machen. Man muss es nur aktiv tun. Also natürlich kann ich mich dem auch hingeben und sagen, ich bin so allein und ich bin so einsam und der doofe Lockdown. Oder ich kann mir Lösungen überlegen, kann mir überlegen, wie kann ich das übergehen? Wie können meine Kinder mit ihren Freundinnen vielleicht sprechen, zum Beispiel über Skype oder indem sie, also wir zum Beispiel, meine Kinder, die malen Bilder an ihre Freunde und die werfen wir dann in den Briefkasten und die haben dann irgendwie die Connection zueinander. Also zu überlegen, das ist das Problem, okay, was könnte die Lösung sein? Und das schenkt auch unglaublich viel Kraft, weil man wieder mehr Selbstvertrauen erlangt, weil man merkt, hey, ich kann meine Probleme lösen und auch ganz viel sich selbst wieder Aufmunterung und Aufschub gibt, wenn man halt was getan hat, weil man ein Problem selbst gelöst hat. Ich bin überfordert. Kind 7 in Quarantäne und Baby 11 Wochen steckt im Stillstreik. Schlaf fehlt und Zeit für den Haushalt und Zeit zum Kuscheln und überhaupt Zeit für mich alleine ist eben alles doch schwieriger, als ich dachte mit 2 Kindern alleine. Also ich fühle mit dir. Und auch da ist es immer eine Frage der Prioritätensetzung. Also unser Tag hat nur 24 Stunden. Aber ich entscheide, was ich mit diesem Tag mache. Und ob es mir wichtig ist, und das kann jeder für sich selbst entscheiden, ob es dir wichtig ist, dass am Ende des Tages die Wohnung auf Hochglanz poliert ist, ob es dir wichtig ist, dass alle ihre Körperlichkeit bekommen haben, also dass die Kinder kuscheln können mit dir, wenn sie es brauchen, dass du das machen kannst, dass dir am Ende des Tages wichtig ist, dass es dir gut geht. Das ist immer deine Entscheidung und es liegt allein daran, wie du Prioritäten setzt, was für dich wichtig ist. Das mache ich zum Beispiel auch gerne, wenn ich weiß, okay, ich habe heute super viele To-Dos, ich schaffe die hundertprozentig nicht. Dann lege ich mir Prioritäten an. Also welche Aufgaben will ich am Ende des Tages unbedingt erledigt haben? Die mache ich dann auch zu Beginn. Und die anderen, die mache ich dann halt entweder nur so halb oder gar nicht. Und dann bin ich aber auch fein damit, wenn die nicht werden, weil es mir dann wichtiger war, am Abend noch eine Stunde mit den Kindern im Bett zu liegen und zu kuscheln, beziehungsweise am Abend noch einen Film geschaut zu haben. Das ist immer deine eigene Entscheidung, wie du es wertest, was für dich wichtig ist. Und hört auf, euch selber diesen Druck zu machen, von wegen der Haushalt muss perfekt sein und was man nicht alles so im Kopf hat, weil Mütter ja perfekt sein müssen. Und ganz viele von uns haben auch diesen Glaubenssatz in sich, ich bin nicht gut genug. Und daher rührt eigentlich dieser ganze Scheiß, weil wir immer mehr tun und immer mehr schaffen wollen und immer mehr für andere da sein wollen, weil wir im Kopf unbewusst diesen Gedanken haben, wir sind nicht gut genug. Und es uns und anderen beweisen wollen und wir das irgendwie für die Anerkennung von anderen Menschen machen. Und dann kriegen wir diese Anerkennung nicht und dann ist das sowieso so ein Teufelsrad, was sich da immer weiter dreht.
Dann hatten wir das Thema Homeschooling. Da folge ich zum Beispiel auf Instagram einer ganz tollen Dame, die sich mit dem Thema Schule und Kinder so auseinandersetzt. Und sie hat mal gesagt, und das habe ich mir angenommen, es ist wichtiger, dass du mit deinem Kind fein bist, als dass die alle Aufgaben schaffen. Also wenn ihr nur noch Sodom und Gomorra zu Hause habt, das Kind nur noch schlechte Laune, ihr euch nur noch streitet und heult und fertig seid wegen diesem Kack-Homeschooling, dann schraubt einen Gang runter. Wenn ich an so einem Punkt bin, wo ich so denke, ich mag nicht mehr, dann überlege ich, ist es mir jetzt gerade wichtiger, dass wir diese Aufgabe beenden? Oder ist es mir wichtiger, dass mein Kind und ich das jetzt alles beiseite legen, uns umarmen, irgendwas gerade für uns tun, was uns gut tut und dann weitermachen? Da auch immer die Relation hinzubekommen. Okay, dann hatten wir so Einschlafprobleme bei Kindern. Da könnt ihr ja vielleicht nochmal in den Kommentaren euch ein bisschen austauschen. Ich kann da tatsächlich nur zwei Sachen empfehlen, was mir geholfen hat, weil ich halt auch ein Kind habe, was super schlecht schläft. Annehmen, dass es so ist. Also das hat bei mir unglaublich viel bewirkt, als ich für mich angenommen und verstanden habe, mein Kind ist so und mein Kind braucht das von mir, weil dann dieser Kampf gegen die Situation aufgehört hat. Und immer, wenn wir gegen etwas ankämpfen, kostet uns das ungemein Kraft. Und wenn wir entscheiden, nicht mehr zu kämpfen, sondern die Situation anzunehmen, verändert das schon viel in uns. Und Tipp Nummer zwei war bei uns tatsächlich Lavendel. Ich gucke mal, wo noch ein paar andere Themen sind, außer was wir halt schon hatten mit genervt sein und unruhig sein. Schreibt gerne noch in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwie Fragen habt oder noch was erzählen wollt. Genau, halt auch dieses nachts Aufwachen, das ist alles so, was ich vorhin erzählt habe, was auch beim Einschlafen helfen könnte, was da halt auch wichtig ist. Und es ist halt unglaublich wichtig, zwischendurch mal abzuschalten vom Haushalt, von den Kindern, von den Alltagsaufgaben. Einfach mal zu sagen, 5 Minuten bin ich jetzt nur hier bei mir. Und lass diese Gedanken mal einfach außen vor. Das ist schwer und das ist eine Übungssache, aber es ist auch, man muss halt damit anfangen, es zu tun. Auf den möchte ich gerne noch eingehen. Die häufig an die Grenze kommt und dann innerlich zerbricht, weil erkennt, nicht perfekt zu sein und Erwartungen anderer nicht erfüllen zu können. Ich habe gesagt, ich will das heute nicht so sehr auf Ursachenforschung und woher das kommt. Das ist aber was, das hat nichts mit Corona zu tun, nichts mit dem Lockdown, nichts mit dem Mama sein. Das ist ein Glaubenssatz in dir, der sich über ganz, ganz viele Jahre aufgebaut hat. Und den musst du loswerden. Damit musst du dich auseinandersetzen, sonst prägt er dein ganzes, ganzes Leben. Also das ist was, mit den Mamas in meinen Coachings mache ich das immer. Egal mit welchem Thema die kommen, innerhalb des Coachings beschäftigen wir uns immer damit, was sind deren blockierende Glaubenssätze, wie sowas, dass ich nicht perfekt bin, dass ich die Erwartungen anderer nicht erfülle und wie können wir das auflösen. Weil nur so kannst du dich frei davon machen und einfach ein Leben leben, was dir Spaß macht, weil du frei bist von sowas. Genau, dann für die, die zu Hause schlecht abschalten können, geht halt raus. Geht raus. Dann passt der Partner kurz auf oder wenn die Kinder alt genug sind, können die vielleicht auch mal eine halbe Stunde alleine zu Hause sein, je nachdem. Geht raus. Wenn ihr zu Hause nicht abschalten könnt, dann geht raus. Geht in den Wald, geht einkaufen, geht raus. Ich finde es schwierig, irgendwann die Regeln, die auch zu Hause gelten, ständig durchsetzen zu müssen. Musst du das? Musst du die Regeln durchsetzen? Wer entscheidet das, wenn du alleinerziehend bist? Wer die Regeln durchsetzt? Das entscheidest du. Und du entscheidest auch, heute möchte ich lockern oder heute möchte ich sehr streng sein. Also da mal vielleicht auch zu gucken, auch wenn Kinder gerade sehr anstrengend sind. Die spiegeln euch einfach. Die zeigen euch mit einem Spiegel, wie ihr gerade seid, dass ihr unruhig seid und schnell genervt und gestresst. Das zeigen euch eure Kinder nur. Und den Kindern kann man in dem Moment am besten helfen, indem man selbst runterfährt. Weil das, was ihr abgebt, ne, wenn ihr unruhig seid, das hat auch eine gewisse Wirkung auf eure Kinder. Dann werden die auch automatisch unruhig.
Und umso ruhiger ihr werdet, umso ruhiger werden auch eure Kinder. Ich will mein Leben zurück. Ist auch so ein Ding von annehmen. Also wir müssen Corona, wir müssen den Lockdown, müssen die Situation annehmen. Ist wieder so mit diesem Kampf. Wenn wir gegen all das ankämpfen, wir können es nun mal nicht ändern. Es ist besser zu sagen, okay, es ist jetzt so. Was mache ich denn jetzt da draus? Wie kann ich das für mich ändern? Oder wie kann ich mein Leben jetzt so gestalten im Lockdown mit Corona, dass sich das für mich wieder gut anfühlt? Und es ist okay, mal traurig zu sein und Scheißtage zu haben, weil wenn wir die schlechten Tage nicht hätten, dann könnten wir die guten ja überhaupt nicht sehen. Dann würden wir die überhaupt nicht wahrnehmen. Also da sind wir wieder bei diesem Mitgefühl für sich selbst, zu sagen, hey, ist absolut logisch, gerade traurig und sauer und wütend zu sein. Sei auch sauer, traurig und wütend. Und morgen entscheidest du morgens neu, wie du dich fühlen möchtest. Da vielleicht auch noch mal Tipp, auch vielen Dank für eure lieben Kommentare gerade. Da vielleicht auch ein Tipp morgens. Wie startest du morgens in den Tag? Machst die Augen auf und denkst an alles, was heute zu tun ist und an alles, was scheiße laufen kann und an alles, auf was du heute nicht Bock hast? Oder machst du die Augen auf und freust dich, dass du am Leben bist, dass ihr gesund seid, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du einen Kühlschrank hast, wo Lebensmittel drin sind, dass du rausgehen darfst, dass du keine Angst haben musst, dass dir draußen auf der Straße irgendwas Schlimmes passiert, weil du in einem sehr sicheren Land wohnst. Dankbarkeit zeigen für das, was man hat. Und wenn einem das morgens schwerfällt, gibt es so 5-Minuten-Videos auf YouTube. Da werden einem positive Affirmationen am Morgen einfach aufgesprochen. Kopfhörer rein, direkt nach dem Aufwachen und das anhören. Und das verändert so viel mit der Energie, mit der ich in den Tag starte. Das beschreibt die Energie für den ganzen Tag und wie der ganze Tag läuft. Und wenn ich mich schon morgens auf das Positive konzentriere, dann ändert sich das für den ganzen Tag. Wenn ich morgens die Augen aufmache, gucke ich auf meinen Kleiderschrank. Und da hängt ein großer Zettel dran, da steht drauf, ich entscheide. Weil ich jeden Morgen neu entscheide, wie möchte ich mich heute fühlen? Wie soll dieser Tag werden? Was möchte ich aus diesem Tag machen? Das ist auch so eine tolle Idee, so Post-its überall in der Wohnung hinkleben und auf so einem Post-it kann dann halt zum Beispiel stehen Liebe, Entspannung, ich, um sich selber als Priorität wieder wichtig zu nehmen. Also alles, was dir wichtig ist und wo du dich immer mal wieder dran erinnern möchtest. Oder da könnte stehen 4 Stufen Entspannung und dann, wenn du das liest, entspannst du Stirn, Kiefer, Bauch, Po zum Beispiel. So. Ich scrolle mal noch so ein bisschen durch, aber ich werde so langsam in den nächsten 5 Minuten zum Ende kommen. Hätte nicht gedacht, dass ich so lange rede. Es tut mir auch leid. Genau, den Kommentar hatte ich gestern schon gelesen. Den wollte ich tatsächlich gerne noch, weil sie am Anfang schreibt, ich habe Angst, dass ich den Lockdown nicht nochmal durchhalte. Wenn es wirklich so schlimm ist, dann sucht euch Hilfe. Die bekommt ihr jetzt. Die bekommt ihr bei Freunden, die bekommt ihr bei Familien. Die bekommt ihr bei Familienberatungen, also die gibt es bei uns, wir wohnen echt in einer kleinen Stadt, da gibt es auch eine Familienberatung. Überall, wenn es euch wirklich so schlecht geht, zum Arzt, den Hausarzt anrufen, was soll ich tun? Also wenn es euch wirklich so schlecht geht, sucht euch auch Hilfe. Das ist keine Schwäche, das zeigt Mut, dass ich sage, hey, mir geht's scheiße und ich brauche Hilfe, sonst schaffe ich das nicht. Und sich da halt auch wirklich Unterstützung zu holen. Gut, ich würde es dann jetzt hier erstmal an dieser Stelle dabei belassen, weil es echt lang geworden ist. Ich möchte jetzt abschließend noch ein paar wichtige Dinge sagen. Was könnt ihr jetzt tun? Also ich habe ganz, ganz viel erzählt. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben. Ansonsten guckt euch das Video gerne nochmal an und macht euch eine Liste von Dingen, die ihr mal für euch ausprobieren wollt oder von Sachen, die ich gesagt habe, an die ihr euch erinnern wollt. Zum Beispiel, dass ihr jederzeit entscheidet, wie ihr die Situation sehen wollt, dass ihr das Außen nicht verändern könnt, aber verändern könnt, wie ihr das Ganze seht, dann gibt es bei Amazon ein E-Book von mir, kostet 99 Cent. Da gebe ich ganz, ganz viele Tipps, was man tun kann, um mehr Energie im Mama-Alltag zu haben. Das kann ich, wenn das Video dann abgespeichert ist, mal oben verlinken. Dann gibt es von mir hier in der Gruppe
auf Instagram, auf YouTube ganz viele Kurzmeditationen und Fantasiereisen, wo man sich das einfach mal 5 Minuten anhören kann und mal entspannen kann. Da sind auch Affirmationen dabei, kann ich euch auch oben verlinken. Und die Einladung. Und das meine ich wirklich ernst, weil dafür bin ich da. Ich sage immer, den Job, den ich ausübe, das ist kein Job, das ist meine Berufung. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Das soll ich hier auf dieser Erde tun. Deswegen schreibt mir. Also das mache ich jeden Tag. Mamas zuhören, die dürfen sich bei mir auskotzen, die dürfen mir sagen, was halt alles gerade kacke läuft. Und dann gebe ich kleine Impulse, kleine Tipps. Und ich glaube, das ist so dieses Wichtige, so eine Anlaufstelle zu haben, wo ich halt einfach mal diesen ganzen Mist rauslassen kann, wo ich gehört werde, wo das angenommen wird, ganz mitfühlend angenommen wird, wo ich keine Vorwürfe bekomme, mir keine Sorgen machen muss und dann noch ein paar Tipps bekommen kann, was ich vielleicht tun kann. Also fühlt euch eingeladen, mir jederzeit hier über den Messenger oder irgendwo sonst zu schreiben. Super, super gerne. Ich hoffe ansonsten sehr, dass es euch hier, dass euch das gefallen hat, dass euch das geholfen hat. Ich würde das in nächster Zeit super gerne öfter machen. Schreibt dazu gerne mal in den Kommentaren, ob wieder in so einer Form von, wir machen so eine Sprechstunde und ihr könnt halt vorher Kommentare schreiben, die ich dann beantworte, oder wir machen so Themen, dass ich halt mal zu blockierenden Glaubenssätzen spreche oder was auch immer. Wenn ihr da Themenwünsche hättet oder so, schreibt es einfach hier irgendwo in die Kommentare und dann gucken wir mal, was wir da draus machen die nächsten Wochen, damit ich euch irgendwie helfen kann, weil das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ja, vielen Dank an jeden, der heute live dabei war, weil das zeigt schon, es ist euch wichtig, was zu verändern. Und ihr habt euch gerade die Zeit genommen, euch das hier alles anzuhören, was ich erzählt habe, was super viel war. Und das auch wertzuschätzen und zu sagen, hey, ich habe da gerade was Wichtiges für mich getan und ich habe da jetzt was mitgenommen. Und jetzt halt auch einfach zu gucken, wie geht es jetzt für mich weiter? Was probiere ich morgen aus? Oder was mache ich jetzt noch für mich? Und schreibt mir auch gerne davon, wenn ihr was ausprobiert habt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank für eure super lieben Kommentare. Das bedeutet, und genau deswegen mache ich das. Genau das, deswegen mache ich das. Vielen, 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 vielen Dank. Wir sehen uns ganz bald wieder. Lasst mir unbedingt Feedback da, wie es euch gefallen hat, was wir demnächst so machen wollen. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen, entspannten Abend und möchte euch noch eine Sache mit auf den Weg geben. Wir Frauen können verdammte Wunder bewirken. Wir können nämlich einen Menschen in uns heranwachsen lassen. Kann niemand außer uns Frauen diese Menschen gesund auf die Welt bringen und uns aufopfern für andere Wesen als für uns selbst. Und das ist das Kraftvollste und Machtvollste, was man tun kann. Wir sind verdammte Göttinnen. Wir haben unglaublich viel Kraft und Macht und Magie und Stärke in uns. Und es wird Zeit, dass wir uns darauf wieder besinnen und genau so leben. Einen wunderschönen Abend an euch. Bis bald.